It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jetzt also die E-Schwalbe. Ich hatte dank Govex, dem Hersteller, die Möglichkeit, das Teil gut 2 Wochen zu testen, bin jetzt schon bei über 150 Kilometer und wie mir das Teil im Alltag gefallen hat, was die Vor- und was die Nachteile waren, erfahrt ihr in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Die klassische Schwalbe hat bei mir zu Hause ja Kultstatus und viele meiner Freunde hatten die früher so zum Restaurieren und auch zum Rumfahren, aber ich war nie der Rollerfan und bin ja erst seit der Elektromobilität auf das Thema gestoßen. Deswegen verpasst auch nicht die ganzen anderen Videos zu dem Thema, die verlinke ich euch mal unten. Lasst auch ein Abo da, um zukünftig in der Richtung nichts mehr zu verpassen. Als dann aber das Münchner Startup mit der Maischwalbe gestartet ist, war das für mich so der erste richtige Berührungspunkt und ich habe mich wirklich darin verliebt. Es ist ein Design, was nicht jedem gefällt und auch manche Sachen sind daran wirklich sinnlos und gerade für den städtischen Gebrauch nicht nützlich. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Ach so, und wenn ihr auch einen Helm haben wollt, zwar nicht den, aber einen anderen direkt von Maischwalbe, dann nutzt den Code hier, weil dann bekommt ihr den bei eurer Bestellung kostenlos. Schon auf den ersten Blick ist die Verwandtschaft zu der alten Schwalbe, die von 1964 bis 86 gebaut wurde, nicht zu übersehen. Das ist natürlich gewollt und das sieht man in jedem Detail. Dadurch, dass jetzt hier das gezeigte Modell leider nicht den originalen Sitz hat, haben wir nicht den Schwalbe-Schriftzug, sonst wäre der sogar auch da. Die alte Schwalbe wurde über 1 Million Mal gebaut und damals noch von Simson. Das war eben der Hersteller, der verschiedene Roller angeboten hatte und unter anderem eben das Modell Schwalbe, das wir jetzt hier eben mit der Maischwalbe in der Neuauflage rein elektrisch zur Verfügung haben, was man jetzt auch kaufen kann. Die Vergleiche sind hierbei natürlich naheliegend und so ist es nicht von der Hand zu weisen, dass zum Beispiel der Antrieb ähnlich ist. Damals war der noch mit einer Kette, jetzt über den Riemen, was im Übrigen im späteren Verlauf gut zu hören ist. Wir haben genauso dieses Fach unter dem Sitz. Der Sitz klappt genauso auf, nur dass wir jetzt das Ladekabel dort liegen haben, statt früher dem Tank und dem Bordwerkzeug, was unter der Klappe gut verstaut war. Aber auch so im Design, gerade vom Sitz und auch von so Seitenteilen beispielsweise, ist relativ ähnlich. Allerdings wurde hier zum Beispiel mehr Platz geschaffen, dass auch Passagiere im Fond mit dazu können und manche Sachen wie auch die Blinker wurden annähernd ähnlich gestaltet. Natürlich nicht 100% das gleiche, aber in einem neuen Design nochmal neu aufgelebt und so sieht es echt cool aus. Was ich schön finde, ist, dass das Design von den Spiegeln angenähert wurde, aber dann doch wieder ähnlich, aber anders ist. Der Gepäckträger ist hier jetzt bei der alten nachlackiert, ansonsten ist es genau identisch. Und während bei der alten der Tacho noch auf der Haube von dem Licht saß, ist er jetzt auf den Lenker gewandert, was die Nostalgiker unter euch vielleicht nicht so freuen wird, aber natürlich deutlich praktischer ist, da der so im Sichtfeld ist. Aus der Halogenlampe hat sich natürlich jetzt in dem Jahr 2019 bzw. auch schon eher natürlich ein LED-Licht gewechselt. Das sehen wir nachher nochmal. Die neue Schwalbe kostet 5.590 Euro im Basispreis mit ein paar Extras, 6.850 und da sind noch nicht mal alle Extras mit dabei, also eine stolze Summe. Dafür bekommt ihr dann dieses 4,4 Zoll Display, das natürlich nur mit LCD auflöst, aber dafür ganz schön flimmert. Ihr habt darauf einige Einstellmöglichkeiten, könnt auch das Display umdrehen, das ist dann alles, was jetzt weiß ist. Schwarz anzeigt, hat einige Einstellungsmöglichkeiten im Allgemeinen. Rechts neben dem Display habt ihr dann den Gashebel, den man kennt. Allerdings ist die Schwalbe hier natürlich eine Automatik, weil es ja nur einen Gang gibt bei Elektro. Ihr habt eine Notaus und den Go-Knopf, den ihr zum Bestätigen für das Menü braucht. Auf der linken Seite habt ihr dann den zweiten Bremshebel, gefolgt von den Up- und Down-Buttons, mit denen ihr euch durch das Menü klickt und auch später durch die Fahrmodi. Außerdem habt ihr den Blinker. Diesen könnt ihr in die Richtungen drücken, die ihr wollt. Den fand ich sehr gut von der Haptik, auch vom Druckpunkt fürs Aufhören zu blinken. Drunter ist noch die Hupe, die normal klingt, man kennt es. Und darüber könnt ihr zwischen normal. Die Schwalbe hat verschiedene Fahrmodi. Dazu gehören 2 Schiebmodi, einmal nach hinten und einmal nach vorn. Eine neutrale Stellung, einen Go-Modus, wo der Motor mit 2,2 kW arbeitet. Und einen Cruise- und Boost-Modus, wo er jeweils mit 4 kW die volle Leistung
Leistung rausholt. Entsprechend ist dann aber die Reichweite des 4,8 Kilowattstunden Akkus mit der Dual-Variante geringer. Sehen wir jetzt hier den Vergleich vom Speed, also im Boost-Modus, schafft das die Schwalbe auf die 47 km/h Endgeschwindigkeit in 9 Sekunden, während Cruise ähnlich schnell braucht. Go ist da deutlich abgeschlagen, das dauert ein Stückchen länger, bis man da die Endgeschwindigkeit erreicht. Dafür habt ihr hier aber locker immer noch mal ein Drittel mehr Reichweite, was sich natürlich bemerkbar macht. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, die Schwalbe via App und Bluetooth mit eurem Handy zu verbinden. Hierbei gibt es leider aber nur eine Variante für Android, was ich echt schade finde, denn gerade bei einem Premium-Produkt wie der Schwalbe, die das ja sein möchte, hätte ich auch gedacht, dass man mit einem Premium-Hersteller, also in dem Sinne Apple, zusammenarbeitet. Gibt es leider nicht. Auf Android habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzustellen. Hierbei sei noch gesagt, das ist eine App von Bosch, weil ja die Technik von Bosch ist und dementsprechend kann da meine Schwalbe gar nichts dafür. Ihr habt dann einen ganz normalen Schlüssel, um die Schwalbe anzuschalten, und hierbei habt ihr in dem vorderen Schloss auch wirklich nur die Möglichkeit, die Schwalbe an sich anzuschalten, denn unter dem Sitz verbirgt sich ein zweites Schloss, was zum Öffnen des Sitzes dann dient. In diesem befindet sich das Kabel und meistens dann noch so ein bisschen Bordbuch, also die Zulassung und so weiter. Wenn man das dann aber raustut, habt ihr 5 Liter Staufach. Das ist wirklich viel zu wenig für so eine riesen Schwalbe. Daneben verbirgt sich noch ein kleiner USB-Anschluss zum Laden von Handys, aber dieses Fach ist einfach viel zu klein. Allerdings ist es natürlich praktisch, denn dieses Kabel, was leider auch nur fest an der Schwalbe verbaut ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, denn gerade in Großstädten ist es total dämlich, immer mit einer Charge-Card irgendwo an einem Charger laden zu müssen, denn die wenigsten werden in großen Städten an einer Mietwohnung oder ähnlichen die Möglichkeit haben, privat die Schwalbe zu laden. Deswegen in meinen Augen ein absolutes No-Go, bei Rollern in dieser Größe nur ein Kabel mitzuliefern und die Akkus fest zu verbauen. Schwalbe hat sich dafür entschieden, sie lädt in 5 Stunden ungefähr voll. Das ist egal, ob das die kleine oder die große Variante vom Akku ist, und dann steht sie halt in der Stadt rum und lädt. Das Kabel ist 5 Meter lang, das heißt, ihr schafft es auf jeden Fall zum Chargepoint. Das ist soweit geregelt, aber mir hat es einfach nicht gefallen, dass man das so machen muss, weil es einfach einfache Möglichkeiten geben könnte, gerade wenn man den Akku rausnimmt. Eine coole Lösung fand ich bei den Spiegeln, denn diese sind im Gehäuse verstellbar. Nachteil dabei, ihr drückt immer mit dem Finger direkt aufs Spiegelglas und dürft es danach putzen, aber es ist besser und klappert nicht so stark wie bei anderen Lösungen. Der Gepäckträger ist, naja, manchmal praktisch, manchmal nicht. Für kleinere Pakete hat er gereicht, größere hatte ich dann Probleme, den Gummi, der oben rumgeht, mit der Lasche dann zu fixieren. Außerdem hat dieser schon gerostet, was für den Preis und das Alter überhaupt nicht sein darf. Denn ich vermute mal, dass die Vorführschwalbe, die ich jetzt hier hatte, vielleicht 2 Jahre alt war. Nicht nur der Gepäckträger hat gerostet, sondern auch vereinzelte Schrauben, egal ob am Licht oder vorn. Das war echt nicht hochwertig. Und gerade weil der Rost richtig in der Fassung stand, hat mir das nicht gefallen. Außerdem hat mir nicht gefallen die Abdeckung von der Batterie. Diese hat einfach extrem gewackelt und wirkte dadurch sehr, sehr billig. Das könnte man deutlich besser verarbeiten und hätte ich für den Preis auch einfach anders erwartet. Ist aber leider überhaupt nicht zufriedenstellend. Also großer Kritikpunkt an der Schwalbe in diesem Sinne. Dann könnte man noch sagen, dass gerne der Sitz hochwertiger sein könnte. Gerade wenn es regnet, sieht man darauf, dass es nicht die höchste Qualität ist. Ich weiß nicht, wie es bei den teureren Sitzen ist. Das ist ja die Standardvariante. Aber das ist genauso ein No-Go wie diese Kunststoffscharniere bei der Öffnung vom Sitz. Ich weiß nicht, was Schwalbe sich dabei gedacht hat, ob das Einsparmaßnahmen sind, aber für 6.000 Euro Basispreis bzw. 5.600 sollte das nicht sein. Was ja auch nicht zur Basis gehört, ist dieser Hauptständer, den ihr mittels des Griffs nutzen könnt, um die Schwalbe dann in die Hauptposition, also zum Stehen, zu bringen. Das ist meiner Meinung nach die deutlich angenehmere Variante als dieser Seitenständer, der serienmäßig dabei ist, denn dabei steht die Schwalbe so schief, dass man jederzeit Angst hat, dass sie umfällt. Das passiert zwar nicht, weil sie schwer genug ist und das Ganze gut übersteht, aber so sicher wirkt es einfach nicht. Ja, der Schwerpunkt ist tief durch die Batterien, aber der Hauptständer ist mir da im Alltag doch deutlich lieber gewesen. Bevor wir jetzt aber zu den Fahrmodi kommen, widmen wir uns noch schnell dem Licht. Dieses hat immer das Abblendlicht an, gefolgt mit so einem ringförmigen Tagfahrlicht, was aber mit dem Abblendlicht zusammengeschalten ist, und oben drüber ist das Aufblendlicht. Das Abblendlicht war wirklich überzeugend, das streut sehr, sehr gut und hat mir im Alltag am besten gefallen von allen Rollern, die ich bisher getestet hatte. Das Fernlicht war auch vernünftig. Leider geht meine Schwalbe auch den Weg, dass beim Fernlicht dann auch der Bereich direkt vorm Fahrzeug leider nicht so ausgestrahlt ist. Da könnten gern beide angehen.
Mir hat auch das gefallen, dass eben das komplette Fahrzeug mit LED-Technik bestückt war, von der Kennzeichenbeleuchtung bis zu den Blinkern. Und gerade beim Fahren macht das dann nochmal viel mehr her, als wenn man da einfach diese H7-Birnen wie bei manch anderen Rollern hat. Und ich habe immer genug gesehen und war damit sehr, sehr zufrieden, was das Licht anging. Nachdem ihr jetzt wisst, wo was an der Schwalbe ist und wie ihr sie am besten ladet, beziehungsweise falls ihr noch dran seid, denn ihr müsst ja für euch entscheiden, ob das was für euch ist mit dem Spiralkabel oder nicht, schauen wir uns jetzt mal den Fahreindruck an, denn da ist das Teil nochmal eine ganz andere Hausnummer. Um losfahren zu können, müsst ihr dann beide Bremshebel ziehen und nach oben oder unten klicken und dann hört sich die Schwalbe so an. Gerade im Vergleich zu den anderen E-Rollern, die ich in letzter Zeit hatte, ist die E-Schwalbe wirklich ein ganzes Stück lauter. Das kommt aber Fußgängern zugute, denn diese erfreuen sich dessen, dass sie euch hören. Ich habe schon öfter von Kollegen gehört, hey Jonas, heute höre ich dich mal, das gefällt mir echt gut. Also gerade im Vergleich zu anderen Rollern ist das doch ein Vorteil. Den fand ich persönlich nicht so schön, weil es ist natürlich dann doch lauter, als wenn man lautlos durch die Gegend fährt. Wo ihr euch aber keine Sorgen machen müsst, ist mit der Reichweite, denn sowohl die angegebene vom Hersteller, als auch die Reichweite, die immer auf dem Tacho steht, stimmt. Das heißt, ihr kommt ungefähr 120 Kilometer im Go-Modus und 80 Kilometer im Boost-Modus mit zwei Batterien wohlgemerkt. Mit einer Batterie kommt ihr ungefähr die Hälfte der Strecke, logischerweise. Das finde ich aber vollkommen ausreichend und ich hatte ja hier in dem Testgerät zwei Batterien und das war echt in Ordnung. Ihr kommt außerdem auch Berge sehr, sehr gut hoch und ja, das klingt vielleicht witzig, aber gerade andere, kleinere Roller haben da oft Probleme, ihre Höchstgeschwindigkeiten von in dem Fall hier 47 km/h dann auch an der Steigung zu erreichen. Und das ist ein deutlicher Mehrwert, wenn man wirklich weiß, man kann immer konstant fahren. 47 km/h ist hier auch gar nicht immer wirklich so, denn teilweise ist es sogar höher, wenn es man mal anders misst. Am meisten Spaß macht die Schwalbe jedoch an Ampeln, denn durch das enorme Drehmoment am Anfang und dank auch des 4kW-Motors zieht ihr hier allen davon. Also egal wer daneben euch steht, ich hatte eigentlich nie das Problem, dass jemand schneller war. Einzig blöde, ihr werdet dann nach kurzer Zeit wieder eingeholt, logischerweise, denn die Endgeschwindigkeit ist nicht so hoch und oben raus fehlt auch die Beschleunigung. Zum Fahren macht die Schwalbe aber extrem Spaß, liegt sehr, sehr gut auf der Straße, da knarzt nichts, da wackelt nichts, die macht echt nur Geräusche durchs Fahren. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, auch im Vergleich zu anderen Rollern. Die E-Schwalbe hat mir im gesamten Testzeitraum wirklich gut gefallen. Das hat im ersten Moment gestartet und ich hatte komischerweise während des Testzeitraums auch oft genug die Möglichkeit, mit meiner Tankkarte dann irgendwo zu laden, beziehungsweise Ladekarte. Die braucht ihr dafür, denn ohne der macht die Schwalbe für mich wenig Sinn, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das irgendwo zu Hause zu laden. Es ist ein schwieriges Konzept und das verstehe ich auch nicht, gerade da das Startup ja damals in einer Großstadt, also in München, gestartet ist und eigentlich die Entwickler hätten wissen müssen, was es da für Probleme gibt, wenn man die Akkus nicht herausnehmbar macht. Für all diejenigen unter euch, die das nötige Kleingeld haben, die Summe für das Teil auf den Tisch zu legen und die Möglichkeit zu laden, dann kauft euch unbedingt die E-Schwalbe. Nicht nur der Faktor, dass alle hinschauen, also es ist ein absoluter Hingucker. Ich habe noch nie erlebt, dass ich mit einem Elektroroller so oft angesprochen und angeschaut wurde. Und dann auch noch die Beschleunigung, das ganze Fahrgefühl und die Qualität des Rollers haben mir wirklich über den ganzen Testzeitraum über gefallen. Die negativen Sachen habe ich euch vorhin genannt, also ihr müsst selber entscheiden, ob es euch das Geld wert ist oder ob ihr nicht vielleicht lieber sogar die 90 km/h Variante kauft, denn diese kostet ja summa summarum nur 1000 Euro mehr, da ja der große Akku schon drin ist. Das war's jetzt aber mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat auch der Eindruck zur E-Schwalbe gefallen. Ein, sagen wir mal, Herzensprojekt, denn die mag ich seit Tag 1 und auch seit dem Emmy-Video damals aus Berlin. Ein riesen Dankeschön an der Stelle auch nochmal an Kevin und Samu, die mir bei den Dreharbeiten für die Schwalbe geholfen haben, denn anders wären so coole Fahraufnahmen gar nicht möglich. Ich hoffe, ihr schaut zukünftig wieder vorbei und dann war's das mit diesem Video. Danke euch fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.